Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Sie-Test. Die heutige Nummer soll uns ein ganz besonderes Dorf präsentieren. Na, da bin ich mal gespannt, was das für ein tolles Dorf ist. Es ist die Nummer 14835247782. Ja, und dann würde ich sagen, Bonus-Chest on. Ich bin gespannt. So, da wären wir. Ich sehe Gebirge, ich sehe Wald und ich sehe noch mehr Wald. Und ich sehe einen hohen Baum, auf dem ich meine Markierung setzen kann. Was ich nicht sehe, ist das besondere Dorf. Das heißt, warte mal, erstmal die Potions reinpfeifen. Und dann würde ich sagen, drehen wir einfach mal eine neugierige Runde. Immerhin, man hat hier haufenweise Pilze. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch ein paar Oxidaisies finden. Ah, hier ist erstmal eine Schlucht. Ja, eine Schlucht mit Eisen. Da sind Oxidaisies, da sind Pilze. Das heißt, das ist eine gute Hardcore-Welt. Man hat nämlich schon seine Heil-Pilzsuppe. Eine Schlucht reicht aus, dass man gut Eisen hat. Und damit ist schon mal die Rüstung geklärt. So. Dann beginnen wir mal unsere große Runde. Hier ist wieder Clay vorkommen, wenn man gerne mit Ziegeln arbeitet. Ja, hallo! Hallo Menschen! Danke! Das ist aber kein Dorf. Aber Menschen nehme ich gerne mit. Kann man gut gebrauchen? Macht immer Spaß? Ja, gut. Okay, da sind wir in die falsche Richtung gestartet. Ein Menschen gleich am Start. Alles klar. Wenn die das mit einem besonderen Dorf meinen, dann würde ich mir aber über die Beschreibungen der Seeds echt mal Gedanken machen. Weil wegen dem Dorf klickt keiner auf den Seed. Gut, außer ich, der die Dinger testet. Aber Menschen gleich am Start, na hallo. Da rennen die Leute die Bude ein. Wer hat nicht gerne einen Menschen in der Nähe? Und noch ein bisschen Eis. Damit lassen sie schöne Expressways bauen. Ah, eine kleine Insel. Die kann man schön ausleuchten, dann hat man einen fast sichere Base. Dort ist Netherruine. Finde ich schon mal gut. So. Eisbären. Aber sonst nichts von Bedeutung. So, ich suche immer noch das Dorf. Da ist ein Schiffswrack. Und weiterhin Wald. Wald, Wald, Wald. Eigentlich braucht man so viel Wald nicht. Ich meine, okay, eine große Auswahl an Bäumen ist okay.
Aber wenn man die einmal hat und sich eine Baumfarm baut, dann hat sich die Sache. Eine Schlucht, die sehe ich gerne, denn da hat man gleich bei Tageslicht leicht zu erreichen Eisen. So. Da arbeitet man sich runter und kommt mit einer Rüstung wieder raus. So. Gut. Birken haben wir. Dark Oak haben wir. Da schon wieder das Menschen. Ich finde hier kein Dorf. Hallo? Leute, wo ist das Dorf? So, hier geht's jetzt ins Gebirge hoch. Aber ansonsten Sumpf. Bestimmt mit Sumpfhütte. Ich gebe die Hoffnung nie auf, eine Sumpfhütte zu finden. Denn ich mag die Hexen. So. Ah, zieht sich ganz schön hin, der Sumpf. Sehr gut. Umso größer ist die Chance, eine Sumpfhütte zu finden. Aber kein Glück heute. Kein Glück heute mit der Hexe. Gut. Dann haben wir hier noch ein Birkenwäldchen und wieder etwas Wasser. Naja, vielleicht finden wir ja im Wasser was. Prismarintempel zum Beispiel. Oder Korallen. Korallen, da sind sie. Sehr gut. Ein Taucherparadies. Und wenn man Korallen richtig platziert, kann man damit auch schön Schmuck bauen und verzieren. Okay. Jetzt kommen wir in Savanne und Hochgebirge. Aber mir fehlt immer noch das Dorf. Ach, guck dir mal die Welt an hier. Hat er bloß vergessen, das zu rendern, oder? Nö. Das schwebt wirklich mit dem Wasser. Cool. So eine Strukturen gefallen mir. Sowas sehe ich gerne. Da ist noch eine Netherruine und eine Schildkröte. Sand gibt's auch. Das muss dieser Sand am Meer sein, von dem es so viel geben soll. Jo. Aber kein Dorf. Hallo? Hallo Welt. Wo ist dein Dorf? Wo sind deine Dorfbewohner? Da ist das Dorf. Ah, und sogar mit einer kleinen Akropolis da oben. Haha. Sehr gut. Also, Dorf ist am Start. Danke. Was ist das eigentlich? Ein Brunnen, wa? Nee, ein Schweinekober. Gut.
So, was haben wir jetzt hier noch zu bieten? Paar Oaks. Bisschen Dark Oak. Pilze. Und ein Dorf. Mit Braustand. Hier ist der Braustand. Und jetzt wird's dunkel. Das heißt, wir begeben uns wieder Richtung Heimat. Und den Rest der großen Abenteuer suchen wir wieder über unser Menü. So, mal gucken, wie weit wir uns jetzt entfernt haben. Bisschen Gebirge, bisschen Birke. Da noch eine kleine Höhle, aber keine Schlucht. Und hier wieder Clay-Vorkommen. Gut. Also, ja, besonderes Dorf. Nee, das ist kein besonderes Dorf, das ist Menschen. Und zwar richtig gutes. Da kann man Spaß haben mit. Jetzt sind wir wieder am Start. Und jetzt fragen wir mal. Wo die nächsten Mushrooms zu finden sind. Die Mushroom Fields. Zweieinhalb, 3 Kilometer. Da gibt es dann die Pilzkühe. Dann hätte ich gerne einen Pillager Outpost. 1 Kilometer entfernt. Das ist gut. Ein Monument. 1,3 Kilometer entfernt. Das ist noch besser. Ein Dschungel. Viereinhalb Kilometer. Also wer Papageien sucht, muss eine Weile laufen. Dann wollte ich ein Desert. Desert-Pyramide. Kilometer. Ist okay. Kann ich mit leben. Und ich kann auch noch damit leben, wenn ich jetzt hier untertauche und eine Mineshaft finde. Da ist sie. Mineshaft. Am Start, alles klar. Ja, ich würde sagen, top. Also direkt am Start würde ich nicht bleiben. Aber hier in der Nähe eine schöne kleine Base suchen. Vielleicht dort irgendwie Bürger. Jo, eine schöne Abenteuerwelt. Man hat so das meiste in der Gegend. Man hat ein großes Menschen in der Gegend. Ich meine, das ist schon mal der fette Pluspunkt hier. Und ja, da kann man hier seine großen Abenteuer erleben. Ich würde sagen, diese Welt ist eine Empfehlung. Und deshalb danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.